Hello, Freaks and Friends und willkommen zurück auf meinem farbig-frohen YouTube-Kanal. Ich habe es mal wieder etwas krachen lassen mit Grün. Ihr habt euch eine Review bzw. ihr habt euch ein Tutorial mit der Ace Beauté Tropical Vibes Palette gewünscht und euer Wunsch sei mir wie immer Befehl. Ich habe mich mit dieser Palette ein bisschen beschäftigt heute und ich habe mir ja nicht nur die Palette bestellt, ich habe mir auch die 4 dazugehörigen Glimmer-Lidschatten bestellt. Ich zeige die euch gleich auch nochmal und ich würde sagen, falls euch dieser Look interessiert, wie der entstanden ist, dann bleibt super gern dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das ist also die besagte Ace Beauté Tropical Vibes Palette. Die sieht erstmal so aus, als wenn sie vielleicht sehr, sehr viele verschiedene bunte Töne beinhaltet. Tropical Vibes halt. Aber nein, sie ist nicht so standardmäßig, wie man so eine Tropical Vibes Palette vielleicht vermuten mag. Hier sind eher nur in Anführungsstrichen Grüntöne drin zu finden. Beziehungsweise eher so grungy grüne Töne. So sieht die Ace Beauté Palette von Namen aus. Ihr habt sehr, sehr viele matte Töne, was ich sehr, sehr schön finde. Dadurch habt ihr eine große Vielfalt, was ihr einfach schminken könnt. Ich muss zwar sagen, dass diese Töne sich sehr, sehr ähnlich sehen, aber jede Farbe finde ich persönlich auf ihre Art und Weise sehr ansprechend. Und deswegen wollte ich mir diese Palette einfach gönnen. Ihr habt so ein paar Pop-of-Color-Töne dabei, zum Beispiel der hier. Oder der oder natürlich auch dieser schöne Schimmer-Blauton. Das ist auch noch ein Schimmerton und dieser Goldton sieht auch sehr, sehr interessant aus. Hier könnt ihr auch nochmal alle Swatches der Töne sehen aus der Tropical Vibes Palette. Einige Töne sind mehr oder weniger pigmentiert, also Wumms haben alle. Das muss ich sagen. Es gibt aber ein paar Töne, die sind ein bisschen schwächer pigmentiert, aufgrund der Formulierung nehme ich an. Und es gibt einige, da brauchte ich bloß einmal reindippen und es war sofort Farbe da. Alles in allem sind aber alle sehr gut pigmentiert. Die matten Töne sind etwas bröselig, krümelig, trocken, pudrig. Das sollte man wissen. Also da gibt es schon viel Kickback im Pfännchen, was mich persönlich aber nicht stört. Auf dem Auge performen jedenfalls die Lidschatten, die ich heute verwendet habe, aber sehr gut. Und machen Spaß beim Schminken. Die Glitzerlidschatten sind relativ flockig, muss ich sagen, wenn man reingeht. Und die krümeln deswegen auch ein bisschen. Da muss man also ein bisschen vorsichtig sein beim Aufgeben aufs Lid. Dazu sage ich aber auch noch was im Tutorial an sich. Also die sind schon ein bisschen flaky, aber das Endergebnis stimmt. Ja, also ihr seht ja, hier ist der Ton Rainforest. Ein sehr, sehr schöner Schimmerton. Das schöne Gold hier ist auch wunderbar. Und über den Ton brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Der ist auch on point und sehr, sehr hübsch anzusehen. Also alles in allem, vielleicht keine Anfängerpalette, aber für den Preis auf jeden Fall das Ganze wert. Zu dieser Palette gehören noch 4 Glimmer Shadows, so heißen sie jedenfalls. Die kommen in solchen Plasteverpackungen. Ich habe euch die auch schon näher gezeigt in meinem Haul. Das kann ich euch gerne mal, oder den Haul kann ich euch gerne mal verlinken. Hier habt ihr zum Beispiel die Farbe Lotus Leaf. Hier habt ihr den Ton Green Hibiscus. Hier habt ihr den Ton Fern Palm. Und zu guter Letzt den Ton Rowan. So, hier seht ihr also alle 4 Töne nochmal in der Nahaufnahme geswatcht für euch. Das sind ja diese 4 Glimmer Shadows, die gibt es halt auch einzeln und dienen sozusagen als Erweiterung um die Palette, gehören aber zu dieser Tropical Vibes Kollektion. Und ihr seht schon, die Töne haben sich sehr, sehr gut swatchen lassen. Das liegt daran, dass es solche cremig, soften Lidschatten sind. Es gibt so gut wie kein Fallout. Die creasen auch nicht, das kann ich euch an der Stelle schon sagen. Die liefern einfach richtig, richtig gute Farbabgabe. Also die sind zu 100% pigmentiert, wie ihr das hier sehen könnt. Und haben wirklich eine sehr, sehr schöne Changierung. Also die ersten 2 Töne sind relativ
Monofarben, muss ich sagen. Also so gelblich-grün der erste. Der zweite ist ein richtig schönes Türkisgrün, möchte ich fast sagen, dieses Green Hibiscus. Aber der dritte und der vierte Ton, das sind doch eher so Duochrome Shades. Also dieser Farn Palm ist eher so ein Bronze-Oliv-Kaki-Goldton. Und der letzte Ton, Rowan, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes tiefes Grün mit lila Reflexen. Ich glaube, das könnt ihr auch sehr, sehr gut sehen, wenn ich hier so meinen Arm bewege. Genau. Also die halten auf jeden Fall, was sie versprechen. Absolute Kaufempfehlung von mir. Ihr seht ja schon, welcher Look am Ende bei rausgekommen ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Tutorial. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Als erstes darf natürlich die Base nicht fehlen. Dazu nehme ich meine geliebte Nui Foundation. Das ist eine Liquid Foundation. Sehr, sehr leicht. Lässt sich super in die Haut einarbeiten. Und sieht einfach sehr, sehr flawless aus am Ende. Ich habe hier die Farbe 2 Matau. Die arbeite ich mit meinem angefeuchteten Beauty Schwämmchen in meine Haut ein. Danach gebe ich mir noch etwas Nui Cream Concealer auf meine Augenschatten. Das ist die Farbe 1 Kamaka. Das ist ein sehr cremiger Concealer, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und ja, eine perfekte Ergänzung zu dieser Liquid Foundation von Nui Cosmetics. Im Anschluss sette ich mein Gesicht etwas in der T-Zone mit dem Setting Powder von Nui Cosmetics. Das ist ein sehr, sehr helles Setting Powder, was aber nicht unbedingt einen weißen Schimmer oder Schleier auf der Haut hinterlässt, gar nicht. Ganz im Gegenteil, es sieht aus so ein bisschen wie so ein Banana Powder, also highlightet ein bisschen. Deswegen nehme ich es auch etwas unter dem Auge, sette den Concealer etwas. Und danach gibt es noch etwas Bronzer an meine geliebten Bronzerstellen, wie ihr sehen könnt. Das ist dieser Pressed Bronzer von Nui Cosmetics in der Farbe 1 Komaru. Der enthält einen leichten Schimmer, aber keine Glitzerpartikel in dem Sinne. Einen leichten Sheen und er hat ordentlich Wumms. Also damit müsst ihr schön aufpassen. Aber selbst ich mit meiner hellen Haut kann den verwenden. Also das geht durchaus klar. Ihr müsst halt nur wissen, dass ihr da vorsichtig in den Bronzer reingeht und das Ganze dann ja aufbaut, anstatt gleich zu viel auf den Pinsel zu nehmen. Und zum Abschluss kommt dann auch noch ein bisschen Cream Blush auf die Wangen, damit ich etwas mehr Farbe in mein Gesicht bekomme. Das ist so ein Cream Stick von Nui Cosmetics in der Farbe Petite. Den könnt ihr auch wunderbar für eure Lippen nehmen oder auch als Lidschatten ist der geeignet. Der hat als erstes eine Cremetextur, verwandelt sich dann aber so in ein Puder. Also ist eine ganz, ganz interessante Textur und funktioniert sehr, sehr gut, so wie alle Nui Cosmetics Produkte, die ich euch gerade vorgestellt habe. Heute ist der 1. April, wo ich dieses Video drehe und es hat einfach mal geschneit. No way! Es liegt Schnee, es ist kalt und ich habe wieder Bock, etwas Kühleres zu schminken. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich starte mit dem Ton Jungle. Das ist der hier. Den Ton Jungle verteile ich mir jetzt auf meinem kompletten beweglichen Lid und leicht in die Lidfalte. Um das Ganze nach oben hin jetzt ein bisschen auszusoften, gehe ich ganz vorsichtig in die Farbe Palm Tree und versuche mir das Ganze nach oben hin zu verblenden. So ihr Lieben, die beiden Töne Jungle und Palm Tree, ja Palm Tree, sind jetzt aufgetragen. Ihr müsst sehr, sehr vorsichtig sein mit den Tönen, also die sind schon heftig pigmentiert und sobald man da zu viel genommen hat, fällt es sehr, sehr schwer, die Töne zu verblenden. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt an der unteren Wasserlinie mit dem Ton Safari arbeiten und mir das Ganze schön rauchig am unteren Wimpernkranz gestalten. Den äußeren Augenwinkel jetzt noch etwas zu verdunkeln und dem gesamten Look noch ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen, gehe ich jetzt nochmal mit einem fester gebundenen Pinsel in die Farbe Pickle. Jetzt wird es Zeit für Schimmer. Dazu nehme ich meine Urban Decay Primer Potion und einen flachen Pinsel und verteile mir das Ganze erstmal fast auf dem gesamten beweglichen Lid. Jetzt gehe ich als erstes in die Farbe Rowan, auch mit diesem flachen Pinsel, und tupfe mir das Ganze auf meine Urban Decay Primer Potion Base. Aber mit diesem Ton werde ich nur im äußeren Augenwinkel arbeiten, weil ich nach vorne hin etwas heller werden möchte und noch einen anderen Ton verwenden möchte.
So, ihr Lieben, warum zeige ich euch den Ton jetzt nochmal in die Kamera? Meine Kamera hat irgendwie Mist gebaut und hat die nächsten Szenen irgendwie gelöscht. Auf jeden Fall ist die Datei nicht wiederherstellbar. Und ich erkläre euch jetzt kurz, was ich als nächstes auf dem Auge gemacht habe. Im vorderen Bereich des Auges habe ich dann den Glimmer Shadow von Palm aufgegeben, genauso wie ihr es eben schon gesehen habt. Das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Und im Inner Corner Bereich bin ich dann erst mit meiner Urban Decay Primer Potion reingegangen, um eine Base zu schaffen, habe dann ein erstes Highlight mit dem Ton Mango gesetzt und auf den Ton Mango habe ich dann den Glitzer Eyeshadow Rainforest draufgegeben. Und das Ergebnis seht ihr jetzt quasi in der nächsten Szene. Okay Leute, das sieht komplett krank aus. Wow! So, ich habe mir jetzt noch mit dem dunkelsten Ton aus der Palette Cave ein bisschen die untere und die obere Wasserlinie verdunkelt, um das Ganze nochmal so ein bisschen noch dunkler zu gestalten. Und ich werde mir jetzt den unteren Wimpernkranz tuschen und mir Fake Lashes oben aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder. Was habe ich jetzt noch verwendet, um den Look zu finalisieren? Ich habe mir meine geliebten Alicia Marie und BH Cosmetics Wimpern aufgeklebt im Stil Flex. Auf den Lippen habe ich lediglich ein bisschen Lippenpflege aufgetragen, ein bisschen Highlights habe ich noch gesetzt und das war's auch schon. Genau, ich habe euch ja gerade nochmal den finalen Look etwas näher gezeigt und nochmal mein komplettes Gesicht, damit ihr die Base auch nochmal mit dem Lidschatten-Look in Kombination sehen könnt. Und am Ende muss ich sagen, ist ein sehr, sehr schöner Look meines Erachtens nach bei rausgekommen. Und jetzt ziehen wir noch ein kleines Fazit, was die Ace Beauté Tropical Vibes Kollektion angeht. Die Palette ist echt heftig, Leute. Also von der Pigmentierung muss man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein bei der Verwendung der Lidschatten. Ich würde sagen, das ist definitiv keine Anfängerpalette, weil man direkt sofort sehr, sehr viel Pigment am Pinsel hat und dann sich sehr, sehr schwer tun kann beim Verblenden und Ausblenden und Aussoften der Farben. Also ich finde auch nach wie vor, dass es relativ patchy noch etwas wirkt auf dem Auge, aber jetzt insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Look. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, sind diese kleinen Glimmer Shadows. Die haben wunderbar funktioniert, ganz, ganz toll. Mit dem Glitzerlidschatten in der Palette hatte ich etwas Fallout. Da waren so, also dieser Ton ist so ein bisschen flaky, muss ich sagen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der ist so ein bisschen runtergerieselt, aber ansonsten leistet die Palette, die Töne, die ich heute verwendet habe, eine sehr gute Performance, muss man einfach sagen. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich mir diese Kollektion gekauft habe. Ganz klar, also es sind meine Töne. Ich liebe diese Grüntöne und da kann man noch ganz, ganz viele weitere Looks mit zaubern. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem finalen Look am Ende. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und munter. Bis dahin. Ciao.